Es ist für eure Zukunft, dass so etwas nie wieder geschieht. Ich möchte nicht, dass einer von euch jemals mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Ganz egal, welche Religion, welche Hautfarbe. Wir kommen alle auf dieselbe Art und Weise in diese Welt. Meine Geschichte ist, dass ich an dem Tag, als mein Bruder verhaftet wurde, in den Versteck gegangen bin. Meine Mutter, die nicht zu Hause war zu der Zeit, hat sich selber gestellt und hat mir bei Nachbarn hinterlassen, wenn Sie meine Tochter sehen, sagen Sie ihr, ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Sie soll versuchen, ihr Leben zu machen. Wir wollten aus Berlin weggehen, an dem Tag, an dem mein Bruder verhaftet wurde. Ob das verraten wurde oder was passiert ist, weiß ich nicht und werde es auch wohl nie erfahren. Hätte denn meine Mutter sich vorstellen können, dass wenn sie mit dem Sohn geht, dass sie eine Minute nachdem sie dort angekommen sind, wo immer sie war, von ihm auseinandergerissen wird und sie ihn nie wieder sieht und ins Gas geht und nach 20 Minuten eben dort tot ist, mein Vater dasselbe. Ich meine, das waren doch unmögliche Sachen. Menschen haben das getan. Wie konnte das sein? Ich bin an diesem Tag untergetaucht. Ich habe die ersten Nächte bei jüdischen Freunden gewohnt, was ja sehr gefährlich war, denn die Abholungen waren täglich und niemand wusste, wer an diesem Tag auf der Liste stand. Als ich sagte, ich bin jüdisch, war es für mich der Moment, der mir sagte, das Rennen im Verstecken ist vorbei. Andererseits hatte ich natürlich Angst, was jetzt kommen wird. Wir wussten ja nicht, wohin die Transporte gehen. Haben natürlich nie geahnt, was wirklich geschehen ist. Erst das, was wir nach der Befreiung alles erfahren haben. Es hieß ja immer in den Osten. Man hat ja nicht gewusst, was der Osten ist. Von Mitte September bis Mitte Oktober hat man das Lager fast geleert. Man hat 18.000 Menschen innerhalb eines Monats weggebracht in den Osten. Und ich bin geblieben. Ich wollte es nicht, dass es mich in irgendeiner Weise berührt. Man kann es nicht erklären, wie die Gefühle sind. Irgendwie habe ich versucht, den Tag zu überleben, ohne viel nachzudenken. Am 8. Mai kamen die Kolonnen und sind an Theresienstadt vorbeimarschiert. Und wir standen am offenen Gitter und haben sie begrüßt und bewundert. Und wir waren befreit. Das ist das Notizbuch, das in der Handtasche meiner Mutter für mich war. Und diese Bernsteinkette, nichts weiter. Die beiden haben es überlebt, nicht die Handtasche.